Ich heiße Roberta Petrucci, bin Italienerin und 39 Jahre alt. Ich bin Kinderärztin und in Genf stationiert. Ich unterstütze alle unsere laufenden Projekte im Bereich der Pädiatrie und Neonatologie. Ich reise oft vor Ort, denn ich muss natürlich auch die Arbeit unserer Teams sehen. Ich habe den Südsudan besucht, weil das Team dort ein Problem bei der Betreuung der Neugeborenen festgestellt hatte. Sie haben uns um Hilfe gebeten, um Schulungen durchzuführen. Die Schulung zur Reanimierung von Neugeborenen ist entscheidend. Denn mit einer kurzen, recht einfachen Schulung kann man Wissen vermitteln, das viele Leben retten kann. Der entscheidende Moment im Leben jedes Menschen sind die ersten Minuten, die ersten Stunden nach der Geburt. Sie entscheiden über die Überlebenschance und auch über die Lebensqualität. Die Schulung hat Spaß gemacht und die Puppen sind für die Simulation sehr praktisch. Sie mögen praktische Dinge, die sie bei ihrer Arbeit täglich einsetzen können. Sie sind sehr lernbegierig und stellen viele Fragen. Es macht wirklich sehr viel Spaß, sie auszubilden. Wir haben festgestellt, dass man oft mit sehr einfachen Dingen Leben retten kann. Zum Beispiel mit guter Ernährung der Kinder, mit Wärme, falls nötig mit Antibiotika, mit Hautkontakt zur Mutter, um die Gewichtszunahme und die Temperatur zu verbessern und so weiter. Das sind sehr einfache Dinge, die überall machbar sind. Natürlich wird es immer Fälle geben, in denen man nicht helfen kann, aber wir können die Sterblichkeitsrate dennoch enorm senken. Einer der interessantesten und spannendsten Aspekte unserer Arbeit besteht darin, dass man jedes Mal neu anfangen muss. Man muss viel zuhören, beobachten und schauen, was in der Gemeinde, was in deinem Bereich los ist. Technisch gesehen sind die Voraussetzungen, die ich als Kinderärztin mitbringe, sehr gut. Aber das betrifft nur die technische Ebene. Was die Kultur, die Traditionen und das Verständnis des gesamten Kontexts angeht, muss man sich viel mit den Müttern und den anderen Kollegen austauschen. Wir dürfen nicht mit unserer Kultur, unseren Ideen ankommen und die Dinge mit unserer Mentalität erklären. Das funktioniert nicht. Ich glaube, wenn du siehst, was dort vor sich geht und dass du dank deinen Qualifikationen wirklich Leben retten kannst, ist es schwierig, hierher zurückzukehren und zu vergessen, was dort los ist. Aber es ist nicht nur eine Berufs-, sondern auch eine Lebenswahl, denn es ist eine ganz andere Art und Weise, ein anderes Land und eine andere Kultur kennenzulernen. Wir sind privilegiert, ja. Morning.